Oh wow. Ah. Ich habe keinen Heiler mehr. Ich sollte mich nicht so präsentieren. Oh, und weg. Hahaha. Weg. Ah, verdammt. Ein bisschen verteilen hier. Ey, Mann, Typ, guck doch mal nicht immer so blöd durch die Wäsche. Greif den an. So. Wieder ein bisschen heilen hier. Dahinter will ich hin. Diesen komischen Turm da. Also, das war so ein Teufel. Und eine Riesenkrabbe. Das war brutal. Ja. Ist halt brutal, ne? Wenn man mit so einem Schwert da auf die Viecher einsticht. Da kommt noch mehr, dann Teufel an hier. Ja, der andere da hinten will noch nicht. Jetzt kommt er. Der hat erst extra gewartet, bis der andere tot ist. Schön nacheinander. Das ist doch lieb. Da war noch aber irgendwas hier. Geh mal weg, der Edward. Ach so, eine Muschel. Gehen wir mal hier zu dem Turm. Schauen wir mal, was wir hier finden. Teleportstein? Oh, ein Fisch. Hm. Nichts Besonderes. Aber hier sind immer irgendwelche Flaschen. Noch ein paar Kram. Und Sandteufel. Hä? Kriegt er mal wieder schön zur Seite. Klar, ey. Hä? Was soll das denn? Ich hab die ganze Zeit auf den einen drauf gedrückt und er dreht sich einfach mal in eine andere Richtung. Und diesen blöden Sandteufel. Ich hab die ganze Zeit nach links gedrückt. Auf die Krabbe da quasi drauf. Der sticht einfach nach hinten. Ach, schon wieder ein Sandteufel. Ja, die kommen irgendwie immer wieder. Ja, hau die ganze Zeit einfach ins Nix. Ah, noch ein Sandteufel. So. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Da sind noch ein paar Riesenkrabben. So, die eine ist weg. Die ist auch weg. Nur noch die letzte hier. Ich bin beeindruckt. Ist ja schön, dass du beeindruckt bist. Tja, die zuckt ja noch ein bisschen. Aber mehr scheint hier nicht zu sein. Halt ein bisschen. Ja, jetzt hängen wir hier zwischen den Bäumen. Echt große Klasse. Nö. Was sind wir denn überhaupt? Oh, wir sind jetzt bei dem Fluss hier. Na gut. Ich würde sagen. Falsche Taste. Wir porten uns zur Zitadelle. Dann können wir mal mit den ganzen Typen hier sprechen. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Schwerter? Nee, da haben wir noch kein Schwert.
Zumindest keins, was jetzt besser ist, das, was wir haben. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Okay. Das war, gehen wir dann zum Wilzen. Das hier ist der Stolz von Kalador. Das Herz des Widerstandes. Allein in diesen Mauern zu stehen, erfüllt mich mit Stolz. Ja, so cool. Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Ich will Schmieden mal lernen. Bring mir bei, wie ich Waffen schmieden kann. Okay. So. Kritische Treffer, ein Fachtalent für das Treffen besonders schmerzhafter Stellen des Gegners. Eine Chance auf kritische Treffer mit Fernkampfwaffen. Nee, ich möchte nicht mit Fernkampfwaffen. Talismane. Ah, das lassen wir noch. Wegen Grace. Grace hat deinen Verlobungsring erhalten. Und? Wie hat sie reagiert? Sie war überglücklich. Ich glaube, sie vermisst dich ziemlich. Wirklich? Oh Mann! Wenn mein Auftrag hier erledigt ist, kehre ich zurück. Ich hätte es an deiner Stelle nicht so eilig. Ah, sie hat auch ihre guten Seiten, glaub mir. Bevor du gehst, hier, nimm den Diamantschleifer. Ich stehe zu meinem Wort. Danke, sonst wäre ich hier auch nicht von der Stelle gewichen. Ja, ich weiß. Ein Deal ist ein Deal. Exakt. Wegen Grace. Grace schickt mich, dir diese Nachricht zu überbringen. Was? Eine Nachricht von Grace? Gib schnell her. Das ist die beste Nachricht des Tages. So. Oh, jetzt irgendwo hier eine Schmiede. Hier steht was von einem alten Bogen. Den habe ich schon. Ach, so war der aber auch. Ist hier eine Schmiede. Da. So. Was können wir jetzt hier machen? Da fehlt noch ein Teil, da fehlt noch ein Teil. Ja, noch ein Teil. Ja, ich habe nicht den Bauteil, was fehlt mir denn? Achso, ah, ich sehe es da. Das sind echt gar nicht mal so schlecht, die Dinger. Da, 55 bis 90, das wäre ja echt geil. Visiersdegen. 20 bis 40 bringt mir nicht viel. Mir gar nichts. Ja, die habe ich ja. Und die könnte ich auch noch mal schmieden. Achso, ich kann die verbessern. Sehe ich das richtig? Die könnte ich auch verbessern. Aber ich lasse es mal noch. Ich hoffe ja, dass wenn ich mich denen jetzt hier anschließe, irgendwie coole Sachen kriege. Was könnt ihr mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Oh, nee. Da sprechen wir mal noch. Und dann sprechen wir mit Eldrick. Ich will Dämonenjäger werden. Die Zeremonie des Alten Bundes soll beginnen. Bedenke, du musst dir ganz sicher sein. Es gibt keinen Weg zurück. Wenn du einmal ein Dämonenjäger bist, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Also gehe noch einmal in dich und fälle dann erst deine Entscheidung. Nee, ich möchte es. Ich bin mir sicher, ich werde Dämonenjäger. Die Zeremonie soll beginnen. Gut, dann ist die Zeit nun gekommen. Ich werde alle herbeirufen.
Wir haben uns heute hier versammelt, um unsere Zusammenkunft im Schutze der Zitadelle zu feiern. Viele haben uns verlassen. Ihr Schicksal lag jenseits des Schlachtfeldes. Jedoch wird ihr Tod nicht umsonst gewesen sein. Ihr seid die dunklen Krieger von Kalador. Ihr seid geboren, um euer Leben für den alten Bund herzugeben. Jedes vergossene Blut wird gerecht werden. Jede zerbrochene Mauer wird wieder errichtet werden. Denn wir haben auch hoffnungsträchtige Neulinge in unserer Mitte. Seht sie euch an, stolze Männer, voller Tatendrang und Kraft. So frage ich euch, seid ihr bereit, den Kampf gegen die Schatten aufzunehmen? Wir sind bereit. Wir sind bereit. So sei es, Speer des alten Bundes von Kalador. Vergesst nicht, ihr seid das letzte Bollwerk zwischen den Menschen und der Dunkelheit. Und nun macht euch bereit für den Kampf. Möge das Feuer von Kalador die Schatten hinwegbrennen, dunkle Krieger von Kalador. Und du? Du brauchst ein großes Schiff. Also geh zu Kane, dem Krieger auf der Fregatte unten in der Eisenbucht, und versuche ihn davon zu überzeugen, mit dir in die Schlacht zu ziehen. Du bist jetzt ein Dämonenjäger. Vielleicht hört er jetzt auf dich. Ja, aber ich... Ah, ich hab eine Rüstung. Warum sehe ich so komisch aus? Nette Rede. Vielleicht etwas zu pathetisch für einen Druiden. Wir leben in harten Zeiten, mein Junge. So muss jeder seine Aufgabe übernehmen. Auch sei sie noch so weit entfernt von unserem alten Leben, bevor die Schatten über uns kamen. Ich habe mich einer Gemeinschaft angeschlossen. Ja, und deine Wahl war... Nun, ich freue mich, dass du dich für die Dämonenjäger entschieden hast. Ich denke, du wirst es nicht bereuen. Wie geht es nun weiter? Jetzt können wir uns über deinen Geist unterhalten. Wie soll uns das Grimoire nun helfen? Es gibt einen Eintrag über ein Ritual des Geistes. Darin wird ein Geist aus dem Reich der Schatten gerufen und an den Körper eines lebenden Toten gebunden. Die Wahnsinnigen haben einem Zombie seinen Verstand wiedergegeben? Seltsam. Aber so steht es geschrieben. Ich kann es nicht fassen. Stell dir vor, du stehst morgens auf und steckst in deinem eigenen verwesten Körper. Das wünscht man nicht seinem ärgsten Feind. Wenn das Ritual bei diesem Mann geklappt hat, dann bei dir erst recht. Doch was ist, wenn der andere Teil meines Verstandes aus dem Reich der Schatten wiederkehrt? Oh Mann, mir war nicht bewusst. Was werde ich fühlen, wenn ich... Ich glaube, ich muss das Ganze erst einmal sacken lassen. Gut, wir sprechen uns später. Lass dir Zeit, mein Junge. Bitte 3. Das Geisterritual. Ein Ritual also. Tja, es ist wohl die einzige Hoffnung, die mir bleibt. Gut. Ich werde jemanden in der Zitadelle nach deinem Großonkel fragen. Ja, das ist gut. Ein dunkler Krieger müsste die alten ruhmreichen Heldentaten meines Großonkels kennen.
So, so. Jetzt ist er auch noch ein Held. Du hast doch keine Ahnung. Dann erzähl mir mehr von ihm. Randolph hat sich sehr um das Volk in Kalador verdient gemacht. Darum haben sie ihn sehr verehrt. Sein Land wäre genau der richtige Ort, um als Seefahrer den Lebensabend zu verbringen. Der Blick aufs Meer, die kühle Brise. Soviel ich weiß, fuhr Randolph nie zur See. Sicher? Nein. Frag die dunklen Krieger in der Zitadelle. Sie wissen mehr als ich. Nur sie werden mir bei meinem Geburtsrecht weiterhelfen können. So, schauen wir eben. Haben wir jetzt natürlich keine neue Waffe oder so bekommen, ne? Mich ist auch gewundert. Aber wir haben ja hier Sachen bekommen. Aber das war besser? Das ist doch kacke. Habe ich jetzt hier endlich was Neues bekommen, dann ist das schlechter als das, was ich habe? Oder schon hatte? Ich würde endlich mal hier was Schönes haben. Mann. Ich hoffe, dass ich was kaufen kann. So, Kopf. Setzen wir natürlich wieder auf. Sehe ich genauso aus wie vorher. Mann. Ich will eine bessere Rüstung haben. Hier lief dann noch eben irgendwo ein Heini von denen rum. Wieder reingegangen. So, sprich mal mit dem. Connor nehme ich mir noch mal zur Brust. Geht da aus dem... Ah, ist genauso schlimm wie Boons. Lass mich bloß in Ruhe! Ach, seid ihr wieder so freundlich hier. Was ist denn das da? Hier ist ja einiges zu holen. Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Ja, ich weiß nicht warum. Was war das da? Das ist schon, der brauche ich nicht. Ja, dann gehen wir halt. Gehen. Nicht fallen. Runter. Ich hoffe, dass mir jetzt hier irgendeine was bessere Ausrüstung verkauft. Echt ärgerlich. Nein, ich wollte nichts machen. Der will nix. Ich spüre förmlich, wie die Feigheit aus meinen Gliedmaßen schwindet. Schön, dass es immer noch so ist. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Fechtmeister. Könnte natürlich machen. Klingensicher. Ich werde erstmal gucken, ob er mir bessere Ausrüstung verkauft. Was kannst du verkaufen? Aha. Irgendwo muss ich doch auch coole Klamotten herkriegen können.